Moin Leute, ihr wisst ja, bei uns gibt es normalerweise nur Oats mit Milch zum Frühstück, aber heute sieht das Ganze mal ein bisschen anders aus. Wir sind hier nämlich mittlerweile in Bolina angekommen und wohnen hier bei einer richtig netten alten Dame, die uns wirklich versucht, das Leben so leicht wie möglich zu machen. Fröhliche Weihnachten. This is our host, Liz. Hallo, guten Tag. Yeah, and her Deutsch is very good. Sie haben gute Söhne. Hast du gehört, Mama? Das wurde uns hier echt schon öfter gesagt. Das Anhalterfahren hat mal wieder super geklappt. Also diesmal hatten wir wirklich aber noch mehr Glück als sonst eigentlich, weil wir wurden von einer richtig netten Frau mitgenommen, die ist Fotografin. Die hat uns den ganzen Weg bis hier direkt vor die Wohnung gebracht und wir haben auch echt lange hier noch gesucht. Die war aber auch so ein bisschen durchgeknallt. Wir beide müssen uns jetzt erstmal vorbereiten, weil wir wieder ein paar Anhalter nach Bellina fahren wollen. Jetzt haben Yannick und ich gerade einen kleinen Contest, wer das schönere Plakat malt. Und ja, ich hab schon verschissen. Yes. Schaut mal dann. Wir sind mal wieder am Hitchen. Hat so halb gut bis jetzt geklappt, also ein kleines Stück sind wir schon vorangekommen. Aus Byron raus halt nach Suffolk Park. Ja, aber da fehlt noch ein kleines Stück nach Bolina. Mit unseren geilen Signs. Wünscht uns Glück. Ja, erstmal ist das echt cool von euch, dass ihr uns die ganze Zeit bei Facebook und hier bei YouTube irgendwelche Fragen stellt oder uns irgendwelche Tipps gibt und so weiter. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir irgendwie in der nächsten Zeit mal ein Video aufnehmen, wo wir einmal die ganzen Fragen beantworten, die uns am meisten gestellt werden. Das soll dann einfach so eine Art FAQ werden. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, bevor wir das Video machen, dann stellt ihr am besten jetzt. Schreibt es in die Kommentare oder auf Facebook. Ist auf jeden Fall korrekt von euch, dass ihr uns so viel schreibt. Und ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein kleines Dankeschön an DKNOZ, dessen Namen wir letztes Mal ein bisschen falsch ausgesprochen haben, beziehungsweise erst gar nicht wussten. So. Ich hab das dann erst so später gemerkt, so, hab mir diesen Namen nochmal so genauer angeguckt, so. Alter. Ergibt ja voll Sinn und ich hab den davor auch noch nicht verstanden. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns in deinem Video erwähnt hast. Uns haben echt schon ein paar Leute erzählt, dass sie irgendwie, ja, gerade durch dich auf unsere Videos gestoßen sind. Oder ein anderes cooles Video wollen wir auch noch, euch empfehlen. Und zwar ist das von Joey und das Video heißt Draw My Gap Year und da hat er so ein ganz cooles Video gemacht aus Zeichnungen. Ja, und dann ein bisschen so seine Erfahrungen aus seinem Auslandsaufenthalt zusammengefasst. Das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Das hat auch dafür, dass es qualitativ echt gut gemacht ist, gar nicht mal so viele Klicks. Also klickt darauf. Ja, wir sind jetzt hier noch 2 Tage in Bellina. Hier ist halt echt nicht viel los. Also das ist so eine Rentner-Town und man kann hier auch nichts machen so und wir chillen einfach nur richtig hart, ruhen uns ein bisschen aus von Byron und ja, planen ein bisschen gerade, weil wir ja, wie wir im letzten Video schon gesagt haben, wollen wir ja gerne nach Sydney über Weihnachten und Silvester und wir suchen jetzt halt gerade nach einer Wohnung und ja, es sieht momentan sogar ganz gut aus, dass wir was finden. Bloß wir haben halt immer noch ein bisschen Probleme mit unseren Kreditkarten, was ein bisschen nervig ist. Heute Abend sind wir mal wieder zum Essen eingeladen worden von unserer Omi. Die kocht heute Abend irgendwie Schnitzel. Ja. Auch wenn das Fleisch ein bisschen komisch aussah. Weiß jemand, was Veal-Fleisch ist? Vielleicht sollte man es mal googeln, aber egal. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wird bestimmt schmecken. Ja. Weil alles, was Omi kocht, schmeckt. Das hat übrigens Husten. Wegen einem scheiß Ventilator bei uns im Hostel in Byron. Weil irgendwie, ja, wir haben ja mit diesen komischen Mongos da zwar. Der fetten. Wir haben ja mit diesen komischen in einem Zimmer geschlafen, 2 Nächte noch, weil wir umziehen mussten und irgendwie haben die halt die ganze Zeit gestunken und die Klimaanlage angehabt, weil es halt bei uns im Zimmer ein bisschen komisch raucht und keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich halt übelst erkältet und ich kann auch diese Klimaanlagen und Ventilatoren überhaupt nicht ab. Ich werde davon immer übelst krank und krieg so übelst Husten davon. Wir haben mal wieder richtig Glück gehabt mit Airbnb. Mittlerweile haben wir, glaube ich, echt ein ziemlich glückliches Händchen dabei, uns hier die richtigen Sachen auszusuchen. Und das ist jetzt wirklich einfach mal. Es ist anders als die anderen Sachen, wo wir bis jetzt waren. Jetzt haben wir schon eine australische Omi und eine Mutti. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben, keine Ahnung, jetzt schon Leute hier in allen möglichen Altersgruppen eigentlich wirklich kennengelernt. Einmal hatten wir in Melbourne Paddy, der einfach mega chillig war und auch halt ein total lieber Typ. Aber bei dem war halt auch eher so chillen angesagt. Dann hatten wir Daniel in Burley Heads, wo einfach, der uns einfach richtig geile Sachen gezeigt hat, wie die Rockpools in Currumbin oder andere Sachen noch, mit dem wir surfen konnten. Und als nächstes dann in Currumbin. Ja, unsere Familie da mit Fletcher und Diane.
wo wir uns wirklich richtig, richtig wohl auch gefühlt haben und die uns auch wirklich richtig herzlich behandelt haben. Und jetzt sind wir einfach bei der super lieben Omi hier, also die sich wirklich reizend um uns kümmert. Ja, ich glaube, ihr tut das ein bisschen leid, dass man hier in Berliner so wenig machen kann. Und deswegen sagt sie immer so, ja Jungs, ich fahre heute da und dahin, soll ich euch mitnehmen, soll ich euch da rauslassen und so weiter. Und deswegen sind wir auch nach Lennox gefahren. Und ja, was man halt ihr auch so anmerkt, dass sie halt wirklich so eine typische Oma ist und irgendwie die ganze Zeit einem irgendwie so Kekse anbietet oder irgendwie sowas halt. Und sie feiert das halt auch irgendwie voll, dass wir Deutsche sind, weil sie ist so voll so Sprach. Sie ist Lehrerin, sie ist Französisch und ein bisschen Deutschlehrerin. Also sie sagt zwar mal, sie kann nicht so gut Deutsch sprechen, aber eigentlich kann sie schon echt richtig gut Deutsch sprechen, finde ich. Finde ich auch. Sie holt manchmal so Worte raus. Ja, da denkt man überhaupt nicht, dass irgendwer... Fachwerkhäuser, wusste sie. Ja, zum Beispiel. So richtig kranke Wörter weiß sie, so, keine Ahnung. Eigentlich, wenn man hier mit so einem Australier redet, dann weiß er vielleicht Hallo oder wie geht's oder irgendein Schimpfwort, so. Aber die kann so voll krasse Wörter. Echt witzig, die hat uns auch so Lindt-Schokolade gekauft und so, damit wir uns ein bisschen heimisch fühlen. Voll viele so deutsche Sachen auch, weil es hier auch ein Aldi um die Ecke gibt, da gibt's dann auch so Pfeffernüsse und so. Da ist ja auch Weihnachten vor der Tür, steht halt so voll viele deutsche Sachen. Da das ja jetzt mit der Wohnung in Sydney zu klappen scheint, hoffentlich, also wir sind auch wirklich richtig kurz davor, ist das Ziel jetzt wirklich weiterhin bis Weihnachten da anzukommen. Da das aber ja doch schon noch ein ganzes Stück ist, haben wir uns überlegt, wir machen auch noch einen kleinen Zwischenstopp. Nämlich in Coffs Harbour und ja, ich glaube, das ist ganz cool dort, ein bisschen mehr los und vielleicht ist ja einer von euch schon mal da gewesen, dann kann er uns ja mal schreiben, was da so cool ist. Eine kleine Liste schreiben, was wir uns anschauen sollen. Fuck off, mate! Das finde ich was am besten hier, Mann. Diese Säfte sind übelst geil, die kosten auch einfach so viel, ich würde mir das nie kaufen. So krass! Wir haben auch so richtig teures Müsli irgendwie, so hier aus der Region, Macadamia-Nüsse sind hier irgendwie... Ja, das ist das Hauptmerkmal der Region hier einfach und die sind arschteuer, richtig arschteuer, obwohl die von hier kommen, arschteuer. Ja, alles ist arschteuer hier. Ja, keine Ahnung, wir machen halt noch ein paar Zwischenstopps wahrscheinlich zwischen hier und Sydney, weil wir haben ja jetzt noch, boah, wie lange ist es noch zum Weihnachten? 21. müssen wir da sein. Ja, und dann ja, schauen wir halt mal, was wir uns noch angucken und wo wir bleiben und so, aber... Wir haben vielleicht... Ganz vielleicht sogar einen Job in Sydney, weil mein Onkel kennt durch sein Oldtimer-Geschäft, kennt er hier Leute, die haben in Sydney so eine Oldtimer-Werkstatt und vielleicht können wir da irgendwie sowas machen, die Autos putzen oder so, das wäre richtig geil. Weil auch die Wohnung, die wir jetzt gerade ein bisschen am Haken haben, ist relativ billig, aber wir verraten euch natürlich nicht, welche das ist, sonst schnappt ihr uns die noch weg, ey. Ja, wir dachten halt, das funktioniert schon überhaupt nicht mehr, aber das Gute ist, dadurch, dass auch viele Leute einfach abhauen über Silvester und Weihnachten, stellen sie dann ja doch noch ihre Wohnung da zur Verfügung. Zum Glück gerade ein bisschen kühler geworden, weil sonst könnten wir nicht mal hier in diesem Wintergarten sitzen, weil man sonst schmilzt. Wir sind ja vorhin zu Aldi gegangen und ich bin hier angekommen und ich habe mich einfach nur hingesetzt und auf einmal so wasserfallmäßig. Mir war so heiß und auch hier in der Wohnung ist es richtig krass warm über den Tag, Mann. Wir haben uns schon wieder selber übertroffen, also unsere Kochkünste steigen immer weiter. Also den einen Abend gab es Chicken Burger mit Guacamole als Soße und einen geilen Salat. Wir haben Chips selber gemacht, richtig geile. Ja, Mann, Chips selber gemacht. Das war so easy, einfach so kleine Scheiben geschnitten und dann in den Ofen reingepackt, war richtig geil. Ja, dann habe ich noch Schupfnudeln selber gemacht. Das ist auch einfacher als man denkt irgendwie, aber ja, hat lange gedauert. Ich glaube, ich war 3 Stunden in der Küche oder so. Aber ihr merkt, wir sind ein bisschen Langeweile hier, deswegen können wir sowas machen. Ja, Mann. Oh, richtig krass auch. Einfach total improvisiert. Wir haben geguckt, was haben wir noch im Kühlschrank. Wir hatten Sahne, weil wir wieder hier für sie eine Creme Brûlée gemacht haben. Ja. Und hatten wir noch ein bisschen Sahne über. Und wir hatten halt überhaupt keine Soße zu dem Rest Schupfnudeln. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen. Und einfach Zwiebel, Sahne, richtig geile Gewürze, die sie hier noch hatte und so alles zusammengeschmissen und dann einfach eine richtig leckere Sahnesoße gezaubert. War richtig fett. Hätte ich uns auch nicht unbedingt zugetraut, aber hat geklappt. Läuft bei uns. Was gibt's noch? Achso, ja, ich sitze gerade dabei, den Aftermovie von der Gold Coast zu schneiden, weil wir haben so viele geile Sachen aufgenommen und so viele coole Sachen erlebt und dann dachten wir so, ja komm, wir machen jetzt von den 1,5 Monaten Gold Coast, schneiden wir einen Aftermovie zusammen und bin schon ziemlich weit. Ich denke mal, das kommt am Dienstag dann und das ist echt, also bis jetzt sieht's cool aus. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn es online ist. Das wird ein fettes Ding, ey, das wird richtig geil. Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Ende zugeschaut habt und ja, Dienstag kommt dann das nächste Video, beziehungsweise der Gold Coast Aftermovie und ja, schaut euch's an. Wieso eigentlich nicht Mittwoch?
Stimmt, Mittwoch laden wir es immer hoch, ne? Ja. Dann kommt's Mittwoch. Ich hab mich schon gewundert. Mittwoch Aftermovie und ansonsten dann Sonntag wieder der nächste Vlog. Mal gucken, wo wir dann nur sind. Wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht werden wir auch gekidnappt beim Per Anhalter nach Coffs Harbour fahren. Hat einfach zu gut geklappt bis jetzt. Aber wir sind ja zu zweit unterwegs und männlich und krass, starke Jungs. Krasse Typen. Haben wir eigentlich schon erzählt, dass wir es empfehlen würden? Per Anhalter fahren? Ja. Also, wenn ihr alleine seid und ein Mädchen, würde ich es euch nicht empfehlen. Aber das ist ziemlich logisch eigentlich. Ansonsten Per Anhalter einfach mal ausprobieren. Das ist so easy. So geil. Und ich meine, wenn ihr denkt, so der Typ oder die Person ist richtig komisch, wo die euch mitnehmen will, dann könnt ihr ja immer noch Nein sagen. Könnt ihr immer noch weglaufen. Weglaufen, ja. Aus dem Auto springen zur Not. So easy und einfach umsonst. Ihr spart so viel Fahrtkosten. Müsst keinen Bus und Bahn bezahlen. Ich überlege momentan auch einfach, das immer zu machen, auch wenn wir in der Stadt sind und nirgendwo hinfahren wollen, einfach hinstellen, Daumen raus. Halt auch zu Hause in Deutschland. Ja. Einfach so ein Schild, Hamburg, Hamburg auf Bahn fahren. Aber es funktioniert halt auch echt gut hier, weil die Leute einfach super freundlich sind. Obwohl, ich glaube, wenn ich zu Hause bin, würde ich mir irgendwann ein Auto zulegen. Ah, Führerschein wäre auch ganz geil. Das muss ich auch noch machen. Das ist immer so nervig, irgendwas erinnert einen immer daran. Kannst du ja mal erzählen, die Geschichte. Ich komme nicht zurück. Die will ich nicht erzählen, ey. Doch, erzähl mal die Geschichte. Okay. Ja, ich dachte so, Führerschein kann man ganz gut gebrauchen. Mache ich nochmal schnell vor Australien. Hatte meine praktische Prüfung dann, glaube ich, 3 Tage, bevor wir losgeflogen sind. Ja. Lief auch eigentlich alles ganz geil, bis ich mich dann ein bisschen falsch eingeordnet habe, weil ich dachte, das wäre eine Einbahnstraße, war es aber nicht, kam auf einmal Autos entgegen. Ziemlich dummer Fehler, aber naja, kann halt nicht alles sein. Ist natürlich auch richtig chillig, wenn du zu Hause bist, hast wieder alles verlernt, wahrscheinlich. Ja, komm, ich kann Auto fahren, das ist auch gar nicht schwer. Manchmal fahren wir auch hier einfach, nein, Spaß. Ich habe halt auch echt überlegt, ob man den hier irgendwie machen kann. Also wenn das irgendjemand weiß, ob man hier irgendwie billig irgendwie so einen getürkten Führerschein machen kann, keine Ahnung, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich finde das eh voll krass. Wir haben uns hier mit Diane unterhalten und sie meinte dann irgendwie, ja, ich habe meiner Tochter Fahren beigebracht. Und wir so, wie, du hast deiner Tochter Fahren beigebracht? Und sie so, ja, man kann halt den Kindern das Fahren beibringen, dann musst du so und so viele Stunden machen und dann kriegt sie halt noch ein paar professionelle Stunden und dann macht sie die Prüfung so. Na, aber die Australier fahren aber auch wie scheiße. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt Tschüss sagen, weil jetzt nehmen wir schon 20 Minuten auf. Ey, das wird ein langes Video. Wir schneiden diesmal nicht. Das Ende, was wir vor 5 Minuten aufgenommen haben, schneiden wir jetzt ans Ende vom Video. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Ende zugeschaut habt und ja, Dienstag kommt dann das nächste Video, beziehungsweise der Gold Coast Aftermovie und ja, schaut euch's an. Wieso eigentlich nicht Mittwoch? Stimmt, Mittwoch laden wir es immer hoch, ne? Ja. Dann kommt's Mittwoch. Ich hab mich schon gewundert.